So, herzlich willkommen zu dem Video aus meiner IOD-Woche. So eine IOD-Woche ist natürlich nicht vollständig, ohne auf Metalldetektoren einzugehen. Und zwei gute Freunde von mir haben mir Geräte geliehen. Da hinten im Bild seht ihr so ziemlich das beste Gerät, was zu kriegen ist am Markt, von Garrett. Das kostet zwischen 1 und 2000 Euro. Und das hier ist das einfachste Gerät. Ich will nicht sagen das schlechteste, weil eigentlich ist es ein Sammlerstück. Aber es ist sehr günstig. Für weit unter 100 Euro kriegt man das. Das ist das W4P. Wilhelm 4 Paula steht hier auch irgendwo drauf. Dieses Gerät kommt aus Polen. Die waren aber wohl bei der tschechischen Armee auch im Einsatz. Vielen Dank an meine Freunde fürs Ausleihen. Und die Sondengeher unter meinen Zuschauern, die sind bitte sehr gnädig mit mir. Ich habe nämlich vom Sondengehen und von Metallsuchgeräten überhaupt keine Ahnung. Ich werde hier auch gerade die ganze Zeit von Schnaken angegriffen. Stechmücken oder Gelsen oder wie sie sonst noch überall heißen. Wundert euch nicht, wenn ich dann ab und zu ein bisschen rumfuchtel und versuche, da eine totzuschlagen. Genau, dieses Gerät wird geliefert in dieser schönen Segeltuchtasche. Sehr hochwertig gemacht. Hier ist eine Anleitung drin. Ich versuche genau hier einen Schnitt ins Video zu machen und eine Google-Übersetzung von dem Etikett von dieser Anleitung einzufügen. Gut, dann könnt ihr Pause machen und euch das anschauen. Ich hole das Gerät jetzt mal raus. Das ist schwer und groß. Es gibt auch ein Gerät aus der Serie mit 3, nicht mit 4. Also W3P müsste das heißen. Und das hat hier eine kleinere Messsonde. Und ist wohl noch unempfindlicher als das hier. Ihr hört schon meiner Formulierung, es ist nicht ganz so, wie ich erwartet hätte. Ich nehme es gleich mal vorweg. Das hier ist der Schlagbolzen der ungarischen Gyatamine. Der wiegt etwa so viel wie eine Münze. Mit Feder. Das ist ähnlich viel Metall. Und ich war nicht in der Lage, das damit zu detektieren. Das versuche ich hier euch aber gleich noch zu zeigen, nachdem ich euch das Gerät im Detail gezeigt habe. Ist ein total uriger Kopfhörer dabei. Mit offen liegenden Kontakten noch. Total urig. Im beiliegenden Wartungsbuch. Schauen wir gleich mal, von wann das Gerät ist. Das Gerät ist wasserdicht, absolut wasserdicht. Ist eine Steckverbindung. Also man kann es durchaus in Flüssen oder so einsetzen. Wenn man damit tauchen wollte, würde es mit dem Kopfhörer natürlich nicht gehen. Alles sehr aufwendig, sehr hochwertig. Hier sind diverse abgedichtete Schrauben, um ans Innere zu kommen. Und hier ist ein Drehregler. Dieser Drehregler ändert die Frequenz. Was ist mit der Frequenz? Ich schau mal, dass ich euch einen Link und das Video packe. Die Frequenz ist nicht direkt die Empfindlichkeit, wie man schnell denken könnte. Die Frequenz hat damit was zu tun mit der Durchdringbarkeit des Bodens und der Unterscheidungsfähigkeit unterschiedlicher Metalle. Wie gesagt, ich will euch dazu keine Geschichten erzählen, weil ich kenne mich damit nicht aus. Das hier ist ein Akku. Das ist der gesuchte Akku dafür. Und ganz viele... Er sieht selber gebaut aus. Ich wollte euch das hier noch zeigen. Ich habe es mir jetzt nicht selber gebaut. Ganz viele
haben das Gerät und verzweifeln daran, dass sie keine Batterien dafür finden, weil diese Batterien seit Ewigkeit nicht mehr hergestellt werden, die hier verwendet wurden in Ungarn und in Tschechien. Es funktioniert offenbar, die Flachbatterien, ich habe das oben aufgebrochen, auseinanderzunehmen und die einfach dann da reinzulegen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich kein passendes hatte. Und ihr seht, es sollte relativ gut passen. Und von der Stromstärke sollte es auch passen. Wer so ein Gerät hat, kann es ja mal ausprobieren. Wie gesagt, ich hatte jetzt keine passende Flachbatterie mehr da. Die ist ausgelaufen hier. Die funktioniert nicht mehr. Gut, jetzt mache ich mal die Batterie hier oben rein. Was man noch wissen muss, das Gerät muss erst eine Weile warm laufen. Ich werde es so 2 Minuten etwa warm laufen lassen. Das hat auch gereicht bei meinen ersten Tests damit. Hier sind noch ein paar Stangen drin, die man dann auf den Griff schrauben kann. Es hat keinen Schalter. Wenn man die Kappe auf die Batterie schraubt, dann geht es direkt an. Und dann summt es los. Ich versuche auch mal, dass man das auf dem Video erkennt, dass ihr das hören könnt. Ich mache absichtlich keine 2 Videos, wo ich jedes Gerät einzeln vorstelle, weil es gibt umfangreiche Videos zu diesem Garrett 2500. Und bis ich mich da komplett eingearbeitet habe, ich habe da ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Dieses Gerät ist der Wahnsinn. Ich zeige euch aber noch ganz grob, was es kann nachher im Anschluss. Ja, genau, hier ist nichts mehr drin. Hier ist ein bisschen Zubehör, Schlüssel und so weiter drin. Nichts Spektakuläres. Ich halte jetzt mal den Kopfhörer ans Mikrofon und verstelle die Frequenz. Das ist das eine Ende der Skala. Dann kann man ganz schön schrauben. Und das ist das andere Ende. Nee, noch nicht. Jetzt ist es am Ende. Also man hat bei diesem Gerät einen permanenten Ton. Und wenn man unter der Messsonde Metall hat, dann verändert es den Ton. Ich lasse das Gerät jetzt mal warm laufen, dann zeige ich euch derweil hier das Wartungsbuch. Hier ist die Nummer übereinstimmend, die wird mit Sicherheit auch auf dem Gerät stehen. Ja, die ist an der Seite vom Gerät eingeschlagen. "1972". Also wie gesagt, das ist nur ein Wartungsbuch und keine Anleitung. 1977. 77. Das habe ich schon mal übersetzt. Hier, 2007, steht drin, Test nicht bestanden. Damals ist das Gerät ausgemustert worden, weil es irgendwelche Anforderungen nicht erfüllt hat. Was ich sehr interessant finde. Prinzipiell funktioniert es aber. Vielleicht kann das ja noch jemand lesen. Wenn was Interessantes drinsteht, kann das ja gerne unter das Video schreiben. Gut. Ich werde jetzt Metallgegenstände in unterschiedlicher Größe auf den Boden legen, nehme das Handy in die Hand und dann zeige ich euch das. Wie gesagt, es soll ja hauptsächlich ums Detektieren von Minen gehen. Und das hier ist ziemlich genau die Menge Metall, die man an modernen Antipersonenminen drin verbaut hat. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird nicht reichen. Es wird auch für die beiden Münzen ziemlich sicher nicht reichen, aber für sowas schon. Gut, bis gleich. So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Zusammen mit dem Brummton. Ich habe das jetzt mal in der linken Hand. Es ist mega ungemütlich zu halten. Also
Es hat durchaus seinen Sinn, dass alle modernen Geräte hier einen Quergriff haben und hier eine Armstütze. Ich halte es jetzt mal in der linken Hand, dass ich besser filmen kann. Ich habe da eine Fesselzange hingelegt, da ein paar Fesseln, da die Giata-Mine, da hinten eine Schmetterlingsmine, die Schraube und die beiden Münzen. Und jetzt gucken wir mal. Und ihr hört wahrscheinlich, wie sich der Ton verändert. Es ist ein permanenter Ton da. Und er verändert sich, wenn man drüber kommt. So, und hier passiert absolut nichts bei der Giata. Auch hier absolut nichts. Nicht schwenken, wie ich will. Die Schraube nicht, die Silbermünze nicht, die 2 Euro nicht. Absolut nichts. Ich lege jetzt mal die Teile übereinander, dass ich da etwas mehr Metall habe. Und ich höre einen deutlichen Unterschied zu vorher. Und ich denke, daran sieht man sehr gut, dass das halt einfach zum Detektieren von Panzerminen und von Fahrzeugminen war. Dieses lustige Gerät. Und damit wirklich eher in ein Museum gehört. Also auch die Schatzsucher und so weiter, die werden damit nicht glücklich werden. Jetzt will ich euch noch kurz dieses tolle Gerät von Garrett zeigen. Garrett ist ja so der größte Hersteller für Metallsuchgeräte, jedenfalls für Zivile. GTI 2500. Soweit ich weiß, ist das so die absolute Luxusversion davon. Man müsste eigentlich eher sagen Profi-Version und nicht Luxus. Das Gerät ist wirklich sehr beeindruckend, was das alles kann. Das wird in einer riesigen Tasche geliefert mit mehreren Sonden, Kopfhörer. Kopfhörer ist super wichtig. Ich finde, es ist relativ unangenehm, der Ton im Wald. Also wenn ich im Wald bin, will ich eher leise sein. Hier unten drunter sind Minior-Batterien. Mal gucken, es geht ein bisschen schwer auf. Ja, wie gesagt, geht ein bisschen schwer auf. Da sind 4 drin und dann auch nochmal 4 drin. Ganz normale Batterien. Es ist relativ leicht. Ich schaue, dass ich euch einblende, wie viel es wiegt. Und ich will euch jetzt ganz kurz erzählen, was das Gerät kann. Ich stecke mal eben noch den Kopfhörer hier ein, dass mich das nicht so stört. Das Gepiepe und Getute. Hier ist so eine Skala. Das ermöglicht einem anzuzeigen, wie groß der gefundene Gegenstand ist. Das hat dann hier diese Breite A, B, C, D, E. A sind dann ganz schmale Sachen, die werden dann schmal angezeigt. Und hier oben ist auch so eine kleine Erklärung, was es dann ist. Und B sind dann Münzen und dann größere Gegenstände. Und hier in Zoll, wie tief der Gegenstand in der Erde ist. Und das stimmt, also bei mir hat es nicht genau gestimmt, sondern immer nur so im Groben. Aber wie gesagt, ich habe mich damit jetzt nicht so intensiv beschäftigt. Da muss man sich wahrscheinlich echt ein paar Tage mehr wirklich intensiv mit beschäftigen. Und ich renne auch nicht durch den Wald mit einem Metallsuchgerät. Die das nicht wissen, Sonden gehen ist in 95% der Fälle unrechtmäßig. Damit handelt man sich ganz schnell Ärger ein. Also das ist etwas, was ich nicht zu meinen Hobbys zähle. Man kann in dieses Gerät einfach den Fingerabdruck zum Beispiel von einem Goldring einprogrammieren. Da geht man an den Strand und dann zeigt einem das Gerät nur Goldringe an. Man kann das auch ganz anders machen. Man kann zum Beispiel Kronkorken einprogrammieren und die ausblenden, dass einem die nicht angezeigt werden und so weiter. Das Gerät ist sogar in der Lage, unterschiedliche Metalle zu erkennen und unterschiedlich akustisch auszugeben.
Also es ist wirklich sehr beeindruckend, was das Gerät alles kann. Ich verlinke euch unten Videoanleitungen und da findet ihr das alles. Ich muss das mir nicht alles anlesen und alles euch nochmal erzählen, wenn es dazu schon einwandfreie Anleitungen gibt. Ich fand es nur sehr interessant, was so ein topmodernes, saumäßig teures Gerät kann im Vergleich zu diesem ganz alten militärischen, was ja schon 50 Jahre alt ist etwa. So, jetzt machen wir den nächsten Test mit dem Garrett. Und ihr hört, das ist ein deutlicher Anschlag. Überhaupt gar kein Problem. Und der detektiert einfach alles, total problemlos. Die kleine Schraube. Ah, da liegt der Schlagbolzen. Ich denke, das hört ihr alles im Video. Jetzt versuchen wir mal den Treasure Imaging Mode bei dem Schlagbolzen. Und ihr seht, das ist ein ganz schmaler Ring und das zeigt die Tiefe. Also ein ganz kleiner metallischer Gegenstand. Jetzt zeigt sie ihn etwas größer, aber wahrscheinlich, weil ich... So, jetzt versuchen wir hier mal noch die Münze. Ah, jetzt hat es die Größe etwas besser erfasst. Nee. Versuchen wir mal das hier. Ja, hier sieht man schon deutlich größere Anzeige. Ein wirklich beeindruckendes Gerät. Und das ist dieses Discriminate Coins, speziell zum Münzen suchen. Und man muss das Gerät immer schwenken. Man kriegt da also nur so einen akustischen Ausschlag. Na, okay, das funktioniert hier jetzt nicht, aber wahrscheinlich, weil es in diesem Münzmodus ist. Ja, und das blendet es einfach aus wegen diesem Münzmodus. Also wie gesagt, dieses Gerät kann wahnsinnig viel. Gut, gut, das soll es gewesen sein. Mein Video über die Metalldetektoren. Alle, die sich damit auskennen und Sondengeher sind, die sind herzlich eingeladen, das weiter auszuführen in den Kommentaren. Wie gesagt, es ist wahrhaft nicht mein Fachgebiet. Ich experimentiere mit denen rum. Warum mache ich diese Videos? Ich mache diese Videos zum Teil auch einfach, weil ich selber dabei was lerne. Das ist ein Teil des Hintergrundes davon. Ich beschäftige mich mit den Themen. Ich beschäftige mich mit der Kampfmittelerkundung. Es ist viele Jahre her, dass ich das beruflich gemacht habe. Also ich war nicht in der Kampfmittelerkundung, aber jeder anständige Soldat, das gehört zum Handwerkszeug einfach von jedem Soldaten, der das Thema ernst nimmt. Und wie gesagt, das ist für mich gerade sehr interessant und ich hoffe, ich kann euch damit was weitergeben. Also macht's gut und hoffentlich bis bald.